So, ihr habt für heute ein paar Aufgaben vorbereitet, ja? die Übungsaufgaben, ihr wart im Tutorium wahrscheinlich und habt dort gemeinsam in einer Lerngruppe die Aufgaben bearbeitet. Und die Aufgaben dienen oder dienten zur Aktivierung eures Vorwissens. Ja? Das ist ja ein übliches Vorgehen in der Lernsituation dass man erstmal das Vorwissen aktiviert, das man in bestimmten Bereichen hat, um darauf aufbauen, dann neues Wissen zu lernen. Und wenn das Vorwissen aktiviert ist, dann verknüpft sich das sehr gut mit dem, was man bereits kennt. Ne? Weil das Vorwissen, wenn es aktiviert ist, die neuen Dinge werden dann in das Wissensnetz eingebaut und man behält sich die Dinge besser. So, und ich, würde jetzt, ich werde jetzt mit euch nicht die Aufgaben einzeln durchgehen, sondern ich habe jetzt neue Arbeitsanlässe Anlässe heute dabei. Und wir überlegen gemeinsam auf dem, was ihr vorbereitet habt, auf der Basis, wie wir jetzt mit den neuen Fragen umgehen. Okay? Und ich muss auch vor vorweg schicken, als ich hier letzte Woche reingelaufen bin, habe ich mir gedacht, OMG, das ist kein Raum für Geometrie. Denn wir haben keine Tafel, keine Gescheite. Ne? Wir haben dieses Mika-Ding hier, diese, äh, weiß ich nicht, Whiteboard-Geschichte. Wir haben äh, Beamer. Und wir haben so ein verdrecktes äh, Kreidefolien-Ding an der Seite, weswegen ich gedacht habe, nee, das, das funktioniert auf keinen Fall. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, arbeite ich mit der Dokumentenkamera. Ich habe mir so eine kleine Dokumentenkamera mitgebracht. Und alles, was ich mache, mache ich hier am Platz. Das heißt, ich werde sitzen im Wesentlichen und mit euch reden. Dann werfen wir das Wurfmikro zu und ihr erzählt Dinge und ich mache hier vorne was und das Ganze wird gestreamt. Und von außen können alle, die mitmachen wollen, sich im Chat beteiligen. Den habe ich hier nebenliegen und dann müsste es funktionieren. Okay? Dann probieren wir das jetzt mal. Ich mache mal den Beamer an. So, okay, wunderbar. Und ich wechsle hier mal zur Dokumentenkamera. Auch gut. So, das müsste jetzt gestreamt werden. Wunderbar. Und ich zeige euch die Dokumentenkamera in groß. Okay. Sollte funktionieren. Das ist ein bisschen technisch herausfordernd. Aber falls irgendwas nicht stimmt online, bitte kurz in den Chat reinschreiben. Ich sehe hier den Chat. Okay. So. Wir beschäftigen uns mit Vierecken. Ich habe hier mal ein paar hingelegt und ich würde die gerne mit euch zusammen sortieren. Hat jemand eine Idee, wie diese Vierecke miteinander in Beziehung stehen? Also ihr hattet auch so Aufgaben gelöst wie ähm, ein hm -Hm ist ein hm -Hm und so, ne? Erinnert euch? Da hattet ihr euch drüber Gedanken gemacht, vielleicht können wir das hier mal versuchen zu nutzen. Hat jemand schon eine Idee, wie man, oder was seht ihr denn hier für Vierecke, vielleicht könnt ihr das jetzt mal beschreiben. Wer möchte? Los geht's, kommt. Auch gerne ohne Mikro, wenn ihr nicht wollt. Du zuckst. Mit? Ohne Mikro, okay. Sind alles Vierecke? Wie kommst du denn auf den Gedanken? Ja. Aha, du hast genau. Du 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 verrätst schon, worauf wir hinaus. Wir müssen auf das Haus der Vierecke hinaus. Ne? Wer hat das in der Schule schon mal gemacht von euch? Nur wenige. Okay, perfekt. Dann äh, ist es tatsächlich neu für die meisten. Und wir versuchen das jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Hier, Phil Connor schreibt online, alle bis auf zwei sind Trapeze. Das ist auch interessant. Alle bis auf zwei sind Trapeze. Guter Hinweis. Äh, was ist denn kein Trapez? Von den vier Ecken hier. Wisst ihr was? Ich... Äh wir müssen über die Vierecke reden können, also nummeriere ich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, welche sind keine Trapeze? Ja? 1 und 8 sind nicht, sind keine Trapeze. Genau, wird auch Sterling schreibt das Gleiche. Reiner Mathematik auch. Genau, 1 und 8 sind keine Trapeze. Okay, stimmt. Weil wir brauchen? Mindestens ein paar paralleler Seiten. Genau, okay. Also, das sind keine Trapeze. Bei allen anderen sind es offensichtlich Trapeze. Fallen euch weitere Dinge ein? Was, welches von denen würdet ihr denn als Trapez bezeichnen, wenn ihr es seht? Weil ihr sagt, das ist ein Trapez und nichts Spezielleres. Ohne oder mit? Ah, sehr gut, da traut sich jemand. Ähm, Na, ganz nah am Mund halten? Mhm. Sechs und sieben. Sechs und? Sieben. Sechs und sieben sind Trapeze. Ah ja, okay, die beiden würdet ihr als Trapeze bezeichnen, würdest du ja. Wodurch unterscheiden die beiden sich denn? Ähm, sieben ist gleichseitig, glaube ich, heißt das. Ich bin mir nicht sicher, ähm, weil die zwei Seiten, die nicht, par nicht parallel sind, haben die gleiche Länge und den gleichen Winkel. Mhm. Gleichseitig, ja, könnte man sagen. Ähm, man bezeichnet es tatsächlich als gleichschenklig, weil nur ja. zwei von vier Seiten gleich sind, ne? So wie beim gleichschenkligen Dreieck. Okay, also das ist ein gleichschenkliges Trapez, hast du sehr ja schön formuliert, genau. Und das hier ist, die 6 ist ein Trapez, oder? Ja, aber ich glaube, dazu gibt es keinen speziellen Namen. Mhm. Wie also könnte man das nennen? Trapez halt. oder so? Bitte? Spitzwinklig? So. ja, zum Beispiel. Eine andere Idee? Ja? Unsymmetrisch. Unsymmetrisch, ja. Dann hätten wir aber ein Problem, wenn wir sagen wollen, die 7 ist ein, ein Spezialfall von 6. Dann könnte 7 kein Spezialfall mehr von 6 sein, wenn wir sagen, 6 ist unsymmetrisch. Man, man nennt 6 einfach Trapez oder Allgemeines Trapez, könnte man sagen, ja, allgemein irgendein Trapez und 7 ist dann für ein gleichschenkliches Trapez oder ein symmetrisches Trapez. Okay, ähm, dann mache ich mal folgendes, ich sortiere die mal ein bisschen um hier und ich lege mal das allgemeine Trapez hier hin so, und das symmetrische Trapez hier und ich möchte damit andeuten, So, dass das symmetrische Trapez ein Spezialfall vom allgemeinen Trapez ist. Okay? Gut, gibt es weitere Aspekte. Habt ihr weitere Möglichkeiten hier Vierecke Ecke in Zusammenhang zu bringen? Welche hängen zusammen? Mit oder ohne Mikro? Ohne, okay. Die 4 und die 5, wieso hängen die zusammen? jede Ecke hat 90 Grad. Jede Ecke hat 90 okay. Na? Mike Gunn lustigerweise auch 4 und 5 geschrieben. Xantara, genau, 4, 5, 90 Grad Winkel, okay, super. Ähm, wie nennt man die beiden Vierecke? Beides sind Rechtecke. Sehr gut. Das vierte ist kein Quadrat, nee, aber. Das fünfte ist ein Quadrat. Ist das fünfte auch ein Rechteck? Ja. Ja. Aha. Ne? Das, Fünft, das Quadrat ist ein spezielles Rechteck, genau wie das symmetrische Trapez ein spezielles Trapez ist. Also könnte man doch sagen, das Rechteck ist spezieller als das Quadrat, oder? Entschuldigung, nein, Quatsch, das Quadrat ist spezieller als das Rechteck. So muss man sagen. Okay. Online wird gerade geschrieben, zwei und drei sind Parallelogramme. Hat er recht? Ja. Rokotronic? <laughs> Möchtest du das Mikro haben, oder? Hm? Ja, dann geht mal weiter. Ähm... Also, ich würde sagen, dass also drei ist auf jeden Fall ein Parallelogramm, ja. weil die gegenüberliegenden Seiten parallel sind mhm. und auch gleich lang. Und bei der 2 ist es halt eine Route, äh, Raute, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Raute, Raute, genau, genau. ja. Mhm. Also, es hat nochmal einen eigenen Namen, weil alle Seiten gleich lang sind, aber eigentlich hat es dieselben Eigenschaften wie ein Parallelogramm. Ja. Genau. Also könnte man noch sagen, die Raute ist ein spezielles Parallelogramm, ja. oder? Mhm. Also 3 und 2 hängen. Ich will jetzt mal noch keinen Strich machen, weil ich noch ein bisschen was rumschieben muss. Aber wir haben jetzt rausgekriegt, das Quadrat ist ein spezielles Rechteck und die Raute ist ein spezielles Parallelogramm. Okay, also diese Verbindung können wir uns schon nochmal merken. Wir haben noch zwei weitere Rechtecke, die wir nicht zugeordnet haben. Und wir haben die die wir bereits in Pärchen zugeordnet haben, noch nicht mit den anderen in Verbindung gebracht. Das müssen wir noch machen. Was können wir noch machen? Ja? Also, also du sagst, 8 ist der Drachen, ne? Oder das Drachenviereck. Okay. Du sagst, die 8 ist eine spezielle... Ja. Die Raute ist eine spezielle Art von Drachen. Was macht denn einen Drachen aus? Wir haben zweimal zwei, zwei, mal zwei gleich lange Seiten, also zwei Paare. Gut, das haben wir aber auch beim Rechteck. Ist ne? das Rechteck auch ein Drachen? Beim Drachen, die Diagonalen, wenn man die so machen die einen rechten Winkel. Ah, beim Drachen, beim Drachen oder genau gesagt beim symmetrischen Drachen, den wir hier haben, schneiden sich die Diagonalen in einem rechten Winkel. Das stimmt. Ich skizziere die hier mal so rein. Okay. Und das ist beim Rechteck nicht der Fall. Also ein Drachen. Was ist die Eigenschaft eines Drachen? Es hat nicht nur zwei Paar gleichlanger Seiten, sondern diese müssen auch noch eine gewisse Eigenschaft erfüllen. Wer sieht's? Wodurch unterscheidet sich Drachen und Rechteck bezüglich der gleichlangen Seiten? Mit oder ohne Mikro? Wirst du es jetzt so? Besser mit. Uh, hoffentlich gibt es keinen zu großen Schlag im. <laughs> Beim Rechteck sind die Seiten parallel, die gegenüberliegenden Seiten. Aha, genau. Ja. Und beim Drachen nicht, die gleich langen Seiten. Die Seiten, die gleich lang sind beim Drachen, sind benachbart. Schreibt hier auch Operhut. Genau. Die gleich langen Seiten sind benachbart. Beim Rechteck sind die gleich langen Seiten gegenüberliegend. Okay. Also Drachen hm, haben wir jetzt. Aber Du hattest noch irgendwie den Drachen mit der Raute in Verbindung gebracht, ne? Wie ist da die Beziehung? Wer kann, weißt du es, wer möchte helfen? Raute und Drachen, wie hängen die zusammen? Ist jede Raute ein Drachen oder ist jeder Drachen eine Raute? Ganz nach anhalten. Mhm. Ich würde sagen, jede Raute ist ein Drache. Warum? Ähm, weil äh, beim Rauten sind ja alle Seiten gleich lang. Ja. Und beim Drachen müssen ja nur zwei Seiten, zwei nebeneinander liegende Seiten gleich groß sein. Genau, das ist eine Spezialisierung. Hier sind, bei der Raute sind alle vier Seiten gleich lang, während beim Drachen nur zwei Paare jeweils gleich lang sind. Na? Okay, also ist die Raute ein spezieller Drachen. So, jetzt haben wir also. Eine Besonderheit von der Raute, ne? wir haben gesagt, die Raute ist ein spezielles Parallelogramm. Gegenüberliegende Seiten sind parallel bei der Raute. Und aber auch alle gleich lang. Und eine Raute ist ein spezieller Drachen, weil auch die benachbarten Seiten jeweils parallel sind, halt, äh, jeweils gleich lang sind. Und sogar im Spezialfall komplett alle gleich. Okay. Also, jetzt haben wir hier so. Den Zusammenhang zwischen den dreien und die beiden hängen zusammen und die beiden da links hängen zusammen. Weitere Zusammenhänge. Allegra. Mikro? Ja. Also ich hatte jetzt noch die Verbindung zwischen dem Rechteck und dem Parallelogramm gemacht. Mhm. Rechteck und Parallelogramm, warum da? Also das Rechteck ist eine spezielle Form von Parallelogramm, weil bei beiden sind jeweils die gegenüberliegenden Seiten parallel. Aber beim Rechteck stehen die auch im rechten Winkel zueinander und beim Parallelogramm eben nicht. Genau. Sehr schön. Mhm. Ich traue mich immer noch, keine Striche zu machen, weil ich muss jetzt äh, erst mal schauen, ob wir die anderen Verbindungen noch hinkriegen. Also ein Rechteck ist ein Parallelogramm. Ein Rechteck ist offensichtlich ein Parallelogramm. Gegenüberliegende Seiten sind parallel, aber auch zusätzlich im rechten Winkel. Mar Marius schreibt, beim Drachen ist eine Diagonale auch die Spiegelachse. Na, man kann es mit Drachen, das werden wir nachher noch mal untersuchen, an der Diagonalen hier, an dieser einen Diagonalen Spiegel, ist achsensymmetrisch. Genau. Das ist beim Syne symmetrischen Drachen der Fall. Es gibt auch schiefe Drachen, aber die schauen wir uns nicht an. Die könnte man da auch einsortieren. Okay. Sieht noch jemand? Bring mal, also, wir haben noch eins überhaupt nicht hier verwendet. Was ist denn das da eigentlich, die Eins? Muss die 1? Erkennt es jemand? Ja? Ein konvexes Viereck, sehr schön. Was bedeutet hier in dem Fall konvex? Ja, genau. Egal welche Ecken man miteinander verbindet, gegenüberliegende Ecken, die Diagonalen, sind immer komplett innerhalb des Vierecks. Was bedeutet, dass keine Ecke nach innen zeigt. Ne? Alle Ecken zeigen nach außen, sind sozusagen nach außen gewölbt, will ich nicht sagen, aber wir haben keine Ecke nach innen. Man könnte sich ja auch kurz hier, man könnte sich auch so ein Viereck vorstellen. Dieses hier ist nicht konvex weil eine Ecke nach innen springt, bzw. die Verbindungslinie dieser beiden Ecken liegt nicht innerhalb des Vierecks. Okay, also ein, in dem Zusammenhang könnte man auch sagen, ein allgemeines Viereck. Ein Viereck ohne zusätzliche Eigenschaften, vielleicht bis auf die Tatsache, dass es konvex ist. Ein allgemeines Viereck. Okay, und es ist natürlich klar, und das können wir vielleicht schon mal machen, dass ein Trapez auch ein Viereck ist, oder? Und ich schreibe das jetzt hier sogar mal drunter. Das ist ein allgemeines Viereck. Das ist ein Trapez. Und das ist ein symmetrisches Trapez. So, okay. Wie hängen die anderen jetzt miteinander zusammen? Ah, hier wird online geschrieben. Samu schreibt, jedes Parallelogramm ist auch ein Trapez. Hat er recht? Was ist die Eigenschaft eines Trapezes? Was kennzeichnet ein Trapez? Die Nummer 6. Mikro. Zu Lara, genau. Ähm, also beim par par Parallelogramm ist es halt so, dass die Seiten immer gleich lang sind, die, die äh, gegenüber voneinander sind. Mhm. Und zum Beispiel beim gleichschenkligen Trapez hatten wir es auch, dass ähm, die Seiten, also nee, die, oberen, die obere und die untere Seite zum Beispiel bei der 7 und auch bei der 6 auch parallel, aber die halt, ähm, auch die anderen zwei Seiten sind halt nicht parallel zueinander. Das mhm. sind halt die Unterschiede. Genau, also bei den Trapezen, hast du richtig erkannt, immer, haben wir ein Paar paralleler Seiten. Wie ist es beim Parallelogramm? Das sind halt immer die gegenüberliegenden Seiten parallel. Genau, da haben wir zwei Paar paralleler Seiten. Das heißt aber, ein Parallelogramm hat doch auch ein Paar paralleler Seiten. Ja, genau. Also ist ein Parallelogramm also, ein Trapez? Ja. Genau, sehr gut. Dann können wir das doch schon mal hier äh, vermerken, oder? Machen wir das Parallelogramm mal hier hin. So. Parallelogramm. Okay, vielleicht muss man noch eine Sache dazu sagen. Ich habe jetzt extra symmetrisches Trapez dahingeschrieben, weil ich gefordert habe, dass es achsensymmetrisch ist. Ja? Vorhin hatten wir den Begriff gleichschenkliges Trapez. Bei einem gleichschenkligen Trapez würde ja bedeuten, die nicht parallelen Seiten sind gleich lang, so wie man es hier sieht. Das würde aber auch bedeuten, dass das Parallelogramm ein gleichschenkliges Trapez wäre, weil ein Paar paralleler Seiten und die gegenüberliegenden sind gleich lang. Ja, das ist so ein Punkt, da weiß man wahrscheinlich man so genau, möchte man, dass ein Parallelogramm ein gleichschenkliges Trapez ist, weil man bei einem gleichschenkligen Trapez eigentlich auch oft die symmetrischen Trapeze im Blick hat und ein Parallelogramm ja nicht achsensymmetrisch ist. Na? Dann würde man vielleicht sogar ausschließen, dass beim gleichschenkligen Trapez Parallelogramme nicht mit gemeint sein sollen und so weiter und so weiter. Und damit wir nicht in diese Diskussion reinkommen, habe ich dieses Trapez, die Nummer 7, symmetrisches Trapez genannt, weil damit ist ganz klar ein Parallelogramm kein symmetrisches Trapez, sondern nur ein Trapez. Okay? Ja, weiter geht's. Hier steht: äh, Crestomati schreibt, das Quadrat müsste auch ein Drachenviereck sein, weil beide Diagonalen einen rechten Winkel haben. Na ja, genau, ne? Beide Diagonalen haben einen rechten Winkel. Also ist das Quadrat ein Drachen. Gibt es noch ein weiteres Viereck von denen, die hier rumliegen, bei denen die Diagonalen einen rechten Winkel bilden? Ähm, bei der 2 wäre es auch noch der Fall. Die Raute, also Raute. genau. Ja. Ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch ausgeschnitten. Man sieht es nicht so gut. Aber na, ich kann es mal so andeuten. Ne? Auch bei der Raute ist hier so ein rechter Winkel bei den Diagonalen. Ne? Beim Quadrat natürlich auch. Okay. Wie hängen denn jetzt diese? Figuren zusammen. Achso, wir hatten vielleicht, vielleicht können wir noch sagen, wir hatten noch gesagt, das Rechteck ist ein Parallelogramm, oder? Das hatten wir vorhin gesagt. Das können wir vielleicht nochmal vervollständigen. So, und außerdem wissen wir, das Quadrat ist ein Rechteck. Aber wie hängen denn die anderen noch zusammen, die jetzt hier noch so frei herumschwirren? Möchtest du das Mikro haben oder ohne? Mhm. Kannst du es weitergeben? Okay. Ähm, ist das Quadrat nicht auch ein Trapez und auch ein Drachen? Weil zum Beispiel zum Trapez, es hat auch zwei parallele Seiten. Ja, das Quadrat ist auch ein Trapez, okay. Und auch ein Parallelogramm? Und auch ein Parallelogramm und also auch ein Rechteck. Rechteck. Jetzt pass mal auf, wenn wir sagen, das Quadrat ist ein Rechteck ja. und das Rechteck ist ein Parallelogramm. Und das Parallelogramm ist ein Trapez, dann ist auch automatisch das Quadrat ein Trapez und ein Parallelogramm. Wenn wir nur sagen, dass das Quadrat ein Rechteck ist, sind alle, automatisch alle Wege oben drüber auch mit dabei. Ich verallgemeinere immer eins weiter, wenn ich nach oben gehe. Okay, aber wie ist es denn jetzt hier beim, bei der Raute und dem Drachen? Wie hängen die denn jetzt zusammen? Wer kann mal versuchen, diese drei zusammenzuführen? Reiner Mathematik schreibt, die Raute ist die Raute ein spezielles Drachenviereck. Was meint ihr? Ist die Raute ein Drachenviereck oder ein Drachen? Sieht so aus, und ne? das ist halt ein Drachen, bei dem alle vier Seiten gleich lang sind. Okay, also die Raute ist ein spezieller Drachen. Und jetzt ist die Raute auch ein Parallelogramm. Du nix, warum? weil die gegenüberliegenden Seiten parallel sind. Genau. Also die Raute ist ein Parallelogramm und ein spezieller Drachen. So. Das Quadrat müsste sich irgendwo hier unten bewegen, weil das so ein spezielles Viereck ist. Welche Linien muss ich ziehen vom Quadrat aus? Lara? Hast du das Mikro? Ich würde auf jeden Fall zur Raute und zum Rechteck eine Linie ziehen, also zu beiden, mhm. weil es ja zu beiden gehört. Genau, das Quadrat ist ein Rechteck, ganz offensichtlich. Ne? Das Quadrat ist aber auch eine Raute. Okay. Das Quadrat ist wohl das speziellste Viereck, das wir hier haben. Es fehlen noch ein paar Striche hier. Welche muss ich noch machen? Spark, möchtest du das Mikro haben? Ist direkt hinter dir? Okay, ja. Muss aber auch nicht, ja. Hm? ja. Also vom allgemeinen Viereck muss auf jeden Fall noch ein Strich zum Drachen, weil der Drache mhm. ist ja ein allgemeiner Viereck, ist halt Vierecken. Okay. Ansonsten wüsste ich gerade auch. Sonst keine war. mehr? Mhm. Ja? Ja, wir haben ja gesagt, dass der, das Parallelogramm auch ein Drachenviereck ist, oder? Ist das Parallelogramm ein Drachenviereck? Also ist eine der beiden Diagonalen eine Spiegelachse beim Parallelogramm? Die wird schon der Kopf geschüttelt. Oh, nein. <laughs> nein genau. Aber Parallelogramm ist auf jeden Fall ein Viereck. Genau, das Parallelogramm so. ist ein Viereck. Also man könnte jetzt einen Strich nach oben machen, braucht man aber nicht, weil wir schon sagen, ein Parallelogramm ist ein Trapez und ein Trapez ist ein Viereck. Und diese Eigenschaft ist, falls ihr das mal hört, sozusagen transitiv. Ja? Also wenn ein Parallelogramm ein Trapez ist und ein Trapez ein allgemeines Viereck, dann ist auch ein Parallelogramm ein allgemeines Viereck. Ja, doch. Hm. <laughs> ja man muss in der Geometrie oh. fangen lernen das ist auf jeden Fall ganz wichtig ja genau hm? ähm, ich würde noch sagen dass das Rechteck ein symmetrisches Trapez ist aha das Rechteck ist ein symmetrisches Trapez warum ähm, genau es ist ja ein Trapez das hatten wir ja schon ähm, weil die gegenüberliegenden Seiten also zwar ein paar von gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang ja ähm, und das Rechteck ist halt symmetrisch Genau. Sehr gut, ja? Sehr gut. Okay. Wir haben das Haus der Vierecke gemeinsam zusammengebastelt. Das Ding heißt Haus der Vierecke, weil man manchmal so ein Haus drumherum bastelt und dann stellt sich vor, es ist ein Haus und so. Naja, okay. Es ist halt ein Begriffssystem. Ne? Wir haben die Vierecke jetzt hier schön sortiert, angeordnet, mit einer Eigenschaft, oder soll ich sagen, die Begriffe hier sind immer eine fortschreitende Spezialisierung. Wenn ich von oben nach unten gehe, dann werde ich immer spezieller. Es kommen immer Eigenschaften dazu. Vom allgemeinen Viereck aus gesehen. Welche Eigenschaft kommt dazu, wenn ich auf die Seite des Trapezes gehe? Ja? Immer schön dicht dranhalten, genau dass ähm, zwei Seiten parallel zueinander sind. Also ein paar gegenüberliegende Seiten ist parallel. Ja, genau. Was passiert jetzt, wenn ich vom Trapez zum symmetrischen Trapez gehe? Willst du weitermachen? Ja, mache ich weiter. <laughs> Ähm, dann sind eben immer noch zwei gegenüberliegende Seiten parallel. Das ändert sich nicht, und genau. Und dazu kommt, dass auch die Schenkel gleich lang sind. Ja. Richtig. Beziehungsweise und das, das achsensymmetrisch ist. Ne? Mhm. Beim Parallelogramm, wenn ich vom Trapez zum Parallelogramm komme, was gehe, was passiert dann? Hier habe ich ein paar paralleler Seiten und beim Parallelogramm, ja. Ein Parallelogramm hat man zweimal zwei parallele Seiten. Genau. Immer die gegenüberliegenden. Ja. Und was kommt jetzt dazu, wenn ich vom Parallelogramm zum Rechteck gehe? Was ändert sich da? Ja, mache ich weiter. Hm? Ähm ein Rechteck ist ein spezielles Parallelogramm mit welcher Eigenschaft? Jetzt hat man noch ähm, die vier gleichen gleich große Winkel. Also 90 Grad Winkel. Vier gleich große Winkel. Und es müssen dann 90 Grad sein, ne? Weil, genau. Mhm. Ja, und beim Quadrat habe ich dann noch die vier gleich großen Seiten. Okay. Oder ich könnte auch den anderen Weg gehen vom allgemeinen Viereck zum Drachen. Was passiert da? Das hatten wir vorhin. Es gibt immer mehr. Es gibt oftmals mehrere Möglichkeiten, wie man die Begriffe definieren kann. Und damit werden wir uns jetzt auch beschäftigen, denn die nächste Einheit, da geht es nur ums Definieren. Ne? Was ist ein Drachenviereck? Ein Drachenviereck ist ein Viereck mit welcher Eigenschaft? Ja? Ähm, mit zwei gleich langer Seiten. Ähm, mit zwei gleich langen Seiten. Das symmetrische P hat auch also zwei mit gleich Seiten. Mit, mit, mit zwei Paar gleich langer Seiten, die jeweils benachbart sind. Ja. Das ist wichtig, weil auch das Rechteck hat zwei Paar, Paar gleich langer Seiten. Also benachbarte Seiten sind paarweise gleich lang oder so. Oder man könnte auch sagen, eine Diagonale ist eine Symmetrieachse. Das wäre auch denkbar. Okay. Ja, was, was, was passiert vom Drachenviereck zur Raute? Ja? Bei dem sind alle Seiten gleich lang. Genau. Und mach jetzt weiter, von der Raute zum Quadrat. Ähm, auch wieder, dass alle Winkel 90 Grad sind. Genau. Alle Winkel 90 Grad. Und jetzt sieht man auch beim Rechteck beispielsweise, ist die Bedingung, alle Winkel sind 90 Grad, aber die Seiten sind nicht alle gleich lang. Bei der Raute sind alle Seiten gleich lang, aber die Winkel sind nicht unbedingt alle 90 Grad groß. Und wenn ich beides zusammenführe, habe ich ein Quadrat. Vier gleich lange Seiten, vier gleich große Winkel. Okay. So, das wäre unser Haus der Vierecke. Und ich würde gerne jetzt euch eine kleine Aufgabe geben. Ähm, und zwar wollen wir diese Vierecke mal auf Symmetrie untersuchen. Welche Symmetrien haben diese Vierecke jeweils? Und jetzt die Frage, hä? Was sind eigentlich nochmal Symmetrien und was meint er mit Symmetrien? Die sammeln wir jetzt erstmal und dann ist eure Aufgabe, die zu untersuchen auf Symmetrien. Was gibt es denn für Symmetrien? Mikro? <laughs> Jawohl. Ähm, Achsen- und Punktsymmetrie. Achsen- und Punktsymmetrie. Also ein achsensymmetrisches Objekt hatten wir schon, ne? Das Drachenviereck hatten wir gehabt. Aber es gibt viele andere achsensymmetrische Figuren. Zum Beispiel die hier. Schaut mal. Oder? Achsensymmetrisch. Ich habe eine Spiegelachse, die geht hier durch. So. Und was bedeutet achsensymmetrisch? Kann mal jemand versuchen, das zu formulieren? Also axe verstehe ich so, dass wenn man das versucht, auf der Achse zu falten, dass mhm. es genau aufeinander liegen würde. Sehr schön. Wenn ich es jetzt an der Achse falten würde, so eine typische Aktivität auch in der Grundschule, dass man da so faltet, ne? dann liegen die beiden Hälften der Figur exakt aufeinander, ohne dass jetzt was übersteht oder so. Das heißt, die sind konkurrent, die beiden Seiten. Beziehungsweise manchmal kann man auch, könnte ich mal das man so einen Spiegel dahin stellt. Ne? Also sozusagen durch die spiegelung an dieser achse wird die figur auf sich selbst abgebildet. okay. es wurde gerade noch eine andere symmetrie genannt. achsensymmetrie und wer weiß noch was gerade gesagt wurde? punktsymmetrie. Ähm Das ist eine, das soll eine punktsymmetrische Figur sein. Ich habe es nicht so richtig gut gezeichnet, aber ähm, warum ist die punktsymmetrisch? Weiß jemand, was punktsymmetrisch bedeutet? Ja? <laughs> ähm, also in dem Fall ist es, dass ich quasi von der Linie, die da so in der Mitte ist, mhm. kann ich in der Mitte von der Linie einen Punkt setzen und dann kann ich einen Teil der Figur, zum Beispiel fange ich rechts an, kann ich an diesem Punkt jetzt drehen, bis er auf der anderen Seite liegt. Du hast sehr gut gesagt, man könnte an dem Punkt jetzt drehen. Ne? Und um wie viel Grad müsste ich drehen, damit die Figur wieder auf sich selbst abgebildet wird? 180. 180 Grad, genau. Das heißt, das ist drehsymmetrisch um 180 Grad. Und das ist dasselbe wie punktsymmetrisch. Was bedeutet punktsymmetrisch? Da drehe ich nicht, sondern Weiß das jemand? Ich spiegel an dem Punkt. Wenn ich diesen Punkt hier an dem Punkt spiegel, dann, dann ziehe ich sozusagen hier die Strecke rüber, durch den Punkt durch und mit dem gleichen Abstand auf der anderen Seite markiere ich das Bild. Ja? Diesen Punkt an dem Punkt gespiegelt, lande ich hier und so weiter. Ich spiegel also nicht an einer Achse, sondern ich spiegel an einem einzigen Punkt. Ich mache eine Punktspiegelung und das ist tatsächlich das gleiche, als würde ich das Objekt um 180 Grad drehen. Okay. Es gibt noch eine dritte Art der Symmetrie. Achsensymmetrie, Punktsymmetrie und? Ja? Keine Symmetrie. Keine Symmetrie. Du hast vollkommen recht, genau, das gibt es auch noch. Wir hatten es eben gerade schon angedeutet, aber das war nur ein Spezialfall einer ganz anderen Art von Symmetrie. Ähm, Rotationssymmetrie. Ja, sehr schön. Rotationssymmetrie oder Drehsymmetrie auch. Ne? Ähm, hier haben wir um 180 Grad gedreht. Um wie viel Grad könnte man denn noch eine Drehsymmetrie haben? Mhm. Ähm, um 360 Grad. Um 360 Grad ist jede Figur, jede Figur ist Drehsymmetrisch um 360 Grad. Ne? Wenn ich die Figur habe und um 360 Grad drehe, wird sie wieder auf sich selbst abgebildet. Gibt es auch noch andere Drehsymmetrien? Hm. Mal mal so ein Windrädchen hier hin. So, in etwa, ne? Skizziert. Okay. Also stellt euch mal vor, das wäre jetzt, so wie ich es gemeint habe, nur richtig gut gezeichnet. <laughs> wie viel Grad kann ich dieses Objekt drehen, damit es wieder auf sich selbst abgebildet wird? Hey Mini? Mit oder ohne? Um 90 Grad? Genau, wie viel Grad noch? 180, oder? Oder 360, oder? Um 90, um 180, um 360 sowieso und? Ja? 270, genau. So eine Dreiviertel-Drehung, ne? So. Okay. Also, dieses Objekt hat vier Drehsymmetrien um 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad und um 360 Grad bzw. 0 Grad. Dieses Objekt hat nur eine Drehsymmetrie, 180 Grad ist auch gleichzeitig punktsymmetrisch und dieses Objekt ist achsensymmetrisch und hat eine Drehsymmetrie um 360 Grad. Also lasst die Drehsymmetrie um 360 Grad mal weg, okay? Weil das hat jedes Objekt, das ist uninteressant eigentlich. Okay, so. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem leicht zerstörten Haus der Vierecke. Ich würde euch jetzt gerne zehn Minuten Zeit geben, mal alle Vierecke hinsichtlich Achsensymmetrie, Punktsymmetrie und Drehsymmetrie zu untersuchen und alle Symmetrien jeweils zu finden, bis auf die trivialen Symmetrien wie Drehsymmetrie um 360 Grad. Die lassen wir weg. Okay? Zehn Minuten und alle, die, die online mit dabei sind, ihr könnt auf Discord in unsere Breakout Rooms gehen und dort gemeinsam diskutieren. Und in zehn Minuten machen wir hier wieder weiter. Okay, ich würde sagen, wir sammeln mal eure Ergebnisse, oder? Sollen wir eure Ergebnisse sammeln? So. Okay, schauen wir mal. Welche Symmetrien hat denn eurer Meinung nach das allgemeine Viereck? Mikro? Ist bei dir? Moment, ich muss anmachen erst. So, okay. Ähm, gar keine? Gar keine, richtig, genau. So, und was passiert jetzt, wenn wir zum Trapez gehen? Was für eine Symmetrie hat das Trapez? Hm? Bitte? Da habe ich auch keine. Auch keine, genau, richtig. Okay. So, auch keine Symmetrie. Das Trapez ist irgendwie nicht symmetrisch, ne? So, wenn wir jetzt aber zum symmetrischen Trapez gehen, kommt ja offensichtlich eine dazu. <laughs> Welche kommt dazu? Kannst du gerade nach vorne gehen? Ähm, da haben wir die Achsensymmetrie. Richtig, genau. Wo liegt denn die, die Spiegelachse vom symmetrischen Trapez? Ähm Genau in der Mitte, also von oben nach unten einmal. <laughs> genau. Versuchen wir nochmal, also wir, wir kommen jetzt sukzessive dahin, uns ein bisschen präziser auszudrücken in der Geometrie. In der Mitte von oben nach unten, wie könnte man das noch ein bisschen genauer beschreiben? In der Mitte, in der Mitte, was heißt denn die Mitte? Also in der Mitte von beim symmetrischen Trapez, was meinst du mit Mitte? Also quasi, wenn ich zum Beispiel ein Koordinatensystem hätte am Nullpunkt oder halt. Ja. Nicht unbedingt am Nullpunkt, aber es könnte ja überall liegen. Ich es weiß, könnte überall liegen, genau. Es könnte liegen. natürlich so sein, dass der Nullpunkt irgendwo in der Mitte von dem Trapez mhm. liegt, genau. Willst du noch kurz weitergeben? Hätte jemand eine Idee? Hm? Oder, Mitte oder ohne Mikro? Okay, dann. In der Mitte von den parallelen Seiten. Orthogonal, genau. Was heißt denn, wenn eine, eine, eine Gerade orthogonal in der Mitte von zwei Strecken steht? Was bedeutet denn das? Weiß jemand, wie der Begriff heißt? Senkrechte im 90-Grad-Winkel, ja? Es ist die Mittelsenkrechte der beiden parallelen Seiten. Die Mittelsenkrechte der Seiten, die parallel zueinander stehen, ist die Spiegelachse im symmetrischen Trapez. Okay. Braucht keine Sorge, sein, wenn ihr denkt, oh Gott, das hätte ich jetzt so, aber nicht formulieren können oder so. Denn wir lernen es ja gerade. Ich, ich versuche jetzt so Wert drauf zu legen und ganz besonders präzise zu sein und so, damit wir lernen, wie man so Sachen gut formulieren kann. Ähm, wie sieht es denn beim Drachen aus? Beim Drachenviereck? Welche Symmetrie ist da? Ja? Äh, auf Achse Auch achsensymmetrisch. Wo liegt die Spiegelachse? Äh, das das. In der Mitte. <laughs> orthogonal. Orthogonal in der Mitte. Worauf steht die denn orthogonal? Worauf steht die denn senkrecht die Spiegelachse? Ja? Ja, genau. Auf der anderen Diagonalen. Also die, die Spiegelachse ist eine Diagonale, also streng genommen ist die Spiegelachse natürlich eine Gerade und die Diagonale ist eine Strecke. Eine Gerade ist ja unendlich lang. Die Diagonale ist nicht unendlich lang, die geht nur von einer Ecke zur anderen. So, aber wenn wir jetzt die, die Gerade nehmen, die durch die eine Diagonale geht oder auf der die eine Diagonale liegt, die steht senkrecht auf der anderen Diagonalen. Okay, also wir haben hier wohl beim symmetrischen Trapez als auch beim Drachenviereck eine Spiegelachse. Wie sieht es beim Parallelogramm aus? Willst du mal probieren, ne? Ja. Also ich habe es... Diagonal durchgemacht die Achse, weil ich dachte, dass das halt punktsymmetrisch ist. Mhm. Ähm, genau. Also, also, es ist halt dieselbe Strecke von der Mitte, vom Mittelpunkt aus. Es ist dieselbe Strecke, wenn man das als Punktsymmetrie sehen würde. Zum Beispiel zu den Ecken. Genau, also das Parallelogramm erstmal wichtig ist punktsymmetrisch. Mhm. Was bedeutet das punktsymmetrisch? Also, ich spiegel alle Ecken zum Beispiel des Parallelogramms an einem Punkt und sie landen wieder auf Ecken des Parallelogramms. Ne? Also das Parallelogramm wird durch die Spiegelung an dem Punkt auf sich selbst abgebildet. Wo liegt der Spiegelpunkt? Ähm, ich habe es diagonal durch, also von der Ecke zur anderen Ecke, also von links, also die Diagonalen ja. spielen eine Rolle genau. Mhm. Ja, ich habe nur eine. Diagonal. Also ich habe nur die eingezeichnet bis jetzt. Du hast nur eine Diagonale eingezeichnet. Also halt beide Seiten. Quasi. Also ist es ist egal von welcher Ecke zu. Also ich, die gegenüberliegenden Ecken sozusagen. Ja, wenn ich genau, wenn ich die gegenüberliegenden Ecken verbinde, habe ich die Diagonale. Ich zeichne es jetzt nicht ein, um nicht den Eindruck zu erwecken, es sei eine Spiegelachse. Mhm. Okay. Weil es nämlich keine ist. Aber wo liegt denn die der Spiegelpunkt? Oder vielleicht immer jemand anders? Genau. Hm, willst du? Also der, ähm, Spiegelpunkt, der Spiegelpunkt liegt ähm, in der, da, wo sich die zwei Diagonalen schneiden. So. Genau. Der Schnittpunkt der beiden Diagonalen, die ich jetzt nicht einzeichne, hier, das hier ist der Spiegelpunkt. Wenn ich das Parallelogramm an diesem Punkt spiegel, dann wird es wieder auf sich selbst abgebildet. Dieser Eckpunkt an dem Punkt gespiegelt landet auf diesem Eckpunkt. Dieser Eckpunkt an dem Punkt gespiegelt landet hier drauf. Und so weiter. Spiegelachsen, das habe ich auch gesehen beim Rumlaufen. Einige haben von euch versucht, Spiegelachsen beim Parallelogramm einzuzeichnen. Gibt es nicht, gibt keine Spiegelachsen. Egal welche Achse ich einzeichne, wenn ich an der Achse spiegel, landet das Parallelogramm nicht wieder auf sich selbst. Okay, so ja, wie sieht es mit dem Rechteck aus? Magst du weitermachen, ja? Hm? Also das Rechteck ist achsensymmetrisch. Achsensymmetrisch? Wo liegen die Achsen? Die Achsen. Die liegt das gleiche wie beim Trapez. <laughs> das gleiche, beim genau. Sind die Mittelsenkrechten der, der ähm, gegenüberliegenden Seiten, ne? Also. Okay. Sonst noch irgendwelche Symmetrien am Rechteck? Ja? Äh, ja, punktsymmetrisch wieder am Schnittpunkt von den beiden Mittelsenkrechten. Punktsymmetrisch, genau. Muss ja so sein, ne? Pass mal auf, das Rechteck ist ein Parallelogramm. Wenn das Parallelogramm punktsymmetrisch ist, muss das Rechteck auch punktsymmetrisch sein. Das Rechteck ist ein symmetrisches Trapez. Das heißt, es muss auf jeden Fall mal mindestens eine Spiegelachse haben. Hat sogar zwei. Okay. Wie sieht es mit der Raute aus? Magst du? Ich mache mal kurz das Fenster zu, warte mal, weil. So, das ist ein bisschen stiller. Also, bei der Raute habe ich auch achsensymmetrisch. Achsensymmetrisch? Wo also liegen die ja Achsen? zwei Achsen und das sind die Diagonalen, die orthogonal zueinander stehen. Ja, genau. Also, die Spiegelachsen gehen durch die gegenüberliegenden Punkte hindurch. Ecken hindurch, genau. Also, das Schöne ist beim Rechteck, gehen sie durch die, sind es die mittelsenkrechten der Seiten und bei der Raute sind es die winkelhalbierenden. Wir speisen ab und zu mal so ein paar neue Begriffe hier rein. Ne? Die brauchen wir alle im Laufe des Semesters. Okay. Gibt es noch eine andere Symmetrie bei der Raute? Ja? Punktsymmetrisch. punktsymmetrisch. Wo ist der Spiegelpunkt? Der Schnittpunkt der beiden Diagonalen. Das scheint irgendein System zu haben. Ne? So, auch die Raute ist punktsymmetrisch. So, und jetzt kommt das Quadrat, das sowohl Rechteck als auch Raute ist. Welche Symmetrien gibt es beim Quadrat? Ja. Ähm, da sind es alle drei Symmetrien. Ähm, einmal ähm, die Punktsymmetrie, Achsensymmetrie und die Rotationssymmetrie auch. Okay, also Achsensymmetrie, welche Achsen gibt es? Ähm, eigentlich auch gerade wieder dieselben, nur dass es diesmal noch ein paar mehr gibt, also man könnte es auch wieder von den Ecken aus, die gegenüberliegenden Ecken, einteilen. Ja, genauso wie bei der Raute halt, genau. ne? die gegenüberliegenden Ecken, mhm. so, genau. Und auch wie beim Rechteck, also dieselben wie beim Rechteck Auch wie beim Rechteck, beim Rechteck genau, weil das Quadrat ist ja offensichtlich ein Rechteck, ja. also muss es auch die gleichen Symmetrieachsen wie ein Rechteck haben und es hat die gleichen Symmetrieachsen wie eine Raute und es hat natürlich die Punktsymmetrie, mhm. Weil auch sowohl Rechteck als auch raute Punktsymmetrie haben. Aber und was noch? Ähm, und noch die Rotationssymmetrie. Mhm. Rotationssymmetrie? In welchem wie viel Grad? Ähm, einmal no, nee. Ja. Doch, 90. Grad. 90, ne? 90 Grad. Dann 100 80 Grad. Das ist die Punktsymmetrie, genau. Ich Achso, zeichne es trotzdem ja, mal stimmt, ein. Stimmt. Genau, ja, ja, genau. Die, na, die, haben, die anderen, die punktsymmetrisch sind, haben auch alle Rotationssymmetrie mhm. um 180 Grad, genau. Und? Und? Und 270 Grad. Und um 270 Grad, genau. Gut. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Online könnt ihr auch gerne was schreiben, wenn wir was vergessen haben. Aber hier sieht man sehr schön, je spezieller man wird umso mehr Symmetrien gibt es. Und jedes Viereck erbt sozusagen die Symmetrien von dem darüberliegenden Viereck. Und es kommen noch weitere dazu, unter Umständen. Beim Trapez kommt jetzt nichts dazu. Ja. Warum ist die Rauch nicht gelesen? Stell dir mal vor, also die Frage ist jetzt, kann man die Raute nicht auch um 90 Grad drehen? Ich habe hier eine Raute, die nicht so ganz, die keine so heftige Raute ist. Ne? Stell dir mal eine heftigere Raute vor. Also eine, bei der diese beiden Punkte hier noch weiter beieinander liegen. Ich kann, ne, ich kann, die, ja, ich kann die ja so ein bisschen drücken. So. Das heißt, die vier Seiten sind trotzdem immer noch gleich lang. Sie ist nur wesentlich breiter als hoch. Also die eine Diagonale ist wesentlich länger als die andere. Und wenn ich dann um 90 Grad drehe, Landet die Raute nicht auf sich selbst. Könnt ihr mal ausprobieren. Ne? Also man sieht auch, also der eine Eckpunkt liegt jetzt gerade hier, bei der sieht man es auch schon. Wenn ich jetzt drehe, dann liegt der Eckpunkt hier viel höher. Ja. Okay. Mhm. Genau. Also die Raute ist tatsächlich auch drehsymmetrisch, aber nur um 180 Grad. Okay. Gibt es Fragen zum Haus der Vierecke?